Welch schöner Empfang. Ja, was soll ich sagen, das Verhältnis zwischen Bayern und Deutschland darf wieder mal als zerrüttet gelten. Ja, nicht ganz so schlimm wie zwischen Grünen und FDP. Aber Sie wissen, was der Knackpunkt ist, die Legalisierung von Cannabis. Ja, das nimmt die bayerische Staatsregierung persönlich. Söder hat ja lange gedacht, das ist nur ein Witz vom Lauterbach. Ja, weil er da vom 1. April die Rede war. So. Aber dass jetzt Cannabis ganz offiziell zur Volksdroge befördert worden ist, ja, ist für Bayern schon ein Affront, sozusagen. Und das auch noch mitten in der Starkbierzeit. Ein wahrer Kulturkampf im Gange. Ich meine, Bayern, also wissen Sie, ist ja traditionell ein Bierland. Und Bayern gilt ja nicht, oder umgekehrt, Bier gilt in Bayern nicht als potenzielles Rauschmittel, sondern als Lebensmittel. Ja? Und eine Masse Starkbier entspricht ja mindestens 3 Joints. Das ist das Argument vom Söder. Ja? Gut, die Bundesregierung hat schon auch gute Argumente. Die Ampelkoalition sagt ja quasi, bei vollem Bewusstsein ist Deutschland einfach nicht mehr zu ertragen. Und wir als Nachhaltigkeitsbehörde haben jetzt ein Konzept erarbeitet, wie Bayern nachhaltig von der Legalisierung von Cannabis profitieren kann. Ja? Ich meine, wo darf kein Cannabis geraucht werden? In der Nähe von Schulen und Kindergärten. Was hat Bayern dringend nötig? Mehr Schulen und Kindergärten. Ja? Fällt langsam der Großen. Ja? Das heißt, um Bayern zur kifferfreien Zone zu machen, muss der Söder nicht die Kiffer durch permanente Kontrollen schikanieren. Ja, das sorgt nur für ein schlechtes Image. Aber wenn der Söder Schulen und Kindergärten baut, haben Kiffer keine Chance. Und er tut was gegen die Bildungsmisere. Jetzt kann es natürlich sein, dass es heißt, ja, wir haben eh schon genug Schulen oder wir haben gerade kein Geld für neue Schulen. Dann greift Plan B Spielplätze. Ja, einfach einen Kunstrasen verlegen und eine Schaukel draufstellen. Schon haben Drogen keine Chance. Ja. Ja. Klammer auf, bayerisches Bier hat immer eine Chance. Klammer zu. Ja. Aber Sie wissen ja, in der Politik geht es ja selten um die Sache. Es geht meistens um die Frage, was bringt Wählerstimmen? Ja. Und da braucht es halt eben eher positive Botschaften. Ja. Nicht, wir sind gegen Cannabis. Gegen ist immer negativ. Aber wir sind für mehr Bildung. Volltreffer. Ja, und vor allem muss man dem Volk auch mal klar machen, man kann auch ohne Drogen schräg drauf sein. Ja? Bestes Beispiel, Gesundheitsminister Lauterbach. Ja? Entschuldigung. Hey. Ein echter Freak, komplett ohne Drogen. Manche sagen sogar, wenn der Lauterbach Drogen nehmen würde, wäre er auf einmal ganz normal. Ja? Nicht zum Aushalten, gut. Und wenn Sie jetzt sagen, der Söder ist aber auch nicht zum Aushalten, gilt nach wie vor die Faustformel, eine Masse Starkbier und die Welt ist auch für Sie wieder in Ordnung.